Wir wissen alle, was ihr meine liebt. Kennt ihr das Lied? Das sind die Paw Patrols. Wir haben die jetzt bei uns zu Hause. Rocky, Liberty, Sky, Zuma, Chase, Robin, Everest, Marcel, Rika, Kano, Olaf. Das ist kein Paw Patrol. Stimmt, Olaf ist kein Paw Patrol. Wie viele Hunde sind das, Imani? Zähl mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Selber. Papa, wir wollen genau zum Boden gehen. Draußen hat es gerade geregnet, aber Imani will buddeln gehen. Ja, aber ist da Gewitter? Gewitter ist weg. Gewitter? Was ist das? Papa, hast du gepupst? Ich hab nicht gepupst. Leute, ich habe eine Ameise gefangen. Willst du mal sehen? Ich meine, du musst in dieses Loch gleich reingucken, dann kannst du sie sehen. Oh no! Oh no! Mama, wir müssen sie rauslassen. Komm, wir lassen sie raus. Gib her. Komm raus, komm raus. Okay, bye bye. Okay, wir haben sie freigelassen. Sehr gut, Imani. Hey, Imani, ich zeig dir jetzt ein Geheimnis, okay? Sind deine Hände dreckig vom Buddeln? Ja, leider. Okay, jetzt pass auf. Ich kann den Boden aufmachen. Ja. Let's go! Wahoo! Oh. Wow. Pass auf, wenn man hier dreht. Oh. Sauber! Und wieder zumachen. Sehr gut. Imani, das ist jetzt unser Geheimnis, okay? Okay, Baba. Hey, wer hat heute Geburtstag? Mima! Hast du aber ein Geschenk? Nein. Wollen Sie den kaufen? Was willst du ihr kaufen? Ein Eidecke, aber keine echte Eidechse, keine echte. Eine Eidechse? Glaubst du, sie wird sich darüber freuen? Ja, aber keine echte Eidechse, eine. Hey, okay, wir sind jetzt bei Smith Toys. Imani, wo ist die Eidechse? Hey, wo? Nada, ich habe Imani zum Schlafen gebracht. Kannst du bitte jetzt Nidal zum Schlafen bringen? Ich glaube, das ist eine unmögliche Sache. Du kannst es schaffen, ich glaube an dich. Der sieht nicht so aus, als wenn er schlafen will. Kriegen wir das hin? Ich glaube, er will nicht. Er will. Nidal, willst du schlafen? Ich glaube, er sagt, nein, ich will nicht. Egal, wir schaffen das, okay? Ey, Luisa, glaubst du, er wird Fußballer? Er lacht. Ja, du bist Fußballer, oder? Okay, Luisa, wie bringt man ihn zum Schlafen? Du musst auf den Ball und wippen, bis er einschläft. Das ist doch easy. Hast du gehört? Ball und wippen, bis du einschläfst. Das ist doch einfach. Was ist los? Luisa, er will nicht schlafen. Willst du schlafen? Luisa, ich habe alles versucht, er ist nicht müde. Bitteschön. Hey, wo? Heute entscheidet Imani das Date von mir und Luisa. Sie entscheidet, wo wir hingehen, sie entscheidet, was wir essen und sie entscheidet, was ich ihr schenken soll. Imani, komm mal her, komm mal her. Ich brauche deine Hilfe. Ich will deine Mutter einladen auf ein Date. Weißt du, was ein Date ist? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Okay, ich erkläre dir das. Mama und Baba lieben sich doch. Und wenn man sich liebt, macht man auch Dates. Ja, Dates. Und jetzt wollte ich dich fragen, wo kann ich mit Mama hingehen? Ein Date. Ja, Date, ich weiß, aber wo kann ich mit ihr hingehen? Vielleicht zum Spielplatz. Zum Spielplatz? Ja. Ein Date auf dem Spielplatz? Ja. Okay, und was sollen wir dort essen? Dort Karotten essen nur Hasen. Karotten essen nur Hasen? Ja. Aber was sollen wir dort essen? Vielleicht Chicken Wings? Chicken Wings? Ja. Okay, und was kann ich ihr schenken? Ein Krokodil. Ein Krokodil? Ein echtes? Nein, kein echtes. Ein Krokodil. Smith Toys. Ein Krokodil von Smith Toys. Okay, ihr kennt den Plan. Spielplatz, Chicken Wings, ein Glibby-Krokodil von Smith Toys. Hey, Luisa, ich lade dich ein auf ein Date. Was machen wir denn? Ich kenne jemanden, der hat mir Date-Tipps gegeben. Ein Date-Profi. Okay, wer? Kann ich nicht sagen. Der Name muss privat bleiben.
Aywa. Bist du bereit? Meine Date-Lehrerin hat mir den perfekten Ort gesagt, wo man ein Date haben sollte. Wir gehen zum Spielplatz. Bitte schön. Warum gehen wir zum Spielplatz? Was sagst du? Ist schön. Die Liebe im Leben ist sehr wichtig, Luisa. Wollen wir rutschen? Bitte gehen Sie hoch. Hast du Lust auf Essen? Wir essen auf dem Spielplatz. Geh bitte hoch, geh bitte hoch. Was ist das? Das sind Chicken Wings. Chicken Wings? Ich weiß jetzt, wer deine Lehrerin ist. Imani. Nein, das ist nicht Imani. Imani, 100%. Imani liebt Chicken Wings. Boah, willst du das wissen? Hat sie doch letztens gesagt. Und wir müssen essen ist Chicken Wings. Hat es dir geschmeckt? War sehr lecker. Ich hatte auch richtig Hunger. Ich glaube, er hat auch Hunger. Luisa, lass uns gemeinsam hier runterrutschen. Nedal, du rutschst jetzt das erste Mal in deinem Leben einen Rutsch runter. Bist du bereit? Hast du das gebaut? Luisa, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Das Armband? Welches Armband? Nein, Luisa, nicht das Armband. Mach den Stein da weg. Nedal! Krokodileidechse mit Glibi. Leute, wir sind eingeladen bei unseren Bratans. Bei Nike. Der Nike-Store in Berlin wurde umgebaut. Wir zeigen euch, was man dort Cooles unternehmen kann. Nike, just do it. Make it until you break it. Leute, wir sind jetzt bei der ersten Station. Ich mache ein Trikot für Luisa, Luisa macht ein Trikot für mich. Meins wird brutal. Okay, Leute, die Trikots sind fertig. Luisa, zeig mal deins. Meins ist brutal, trainiert, rasiert. Luisa, deins ist schön, aber ich zeig dir jetzt meins. Ich zeig dir meins, komm. Leute, schreibt mir in die Kommentare, welches Trikot ihr krasser findet. Herz für dich, N, damit du mich immer bei dir hast. Also Leute, hier ist ein Käfig, da gehe ich gleich rein und es gibt drei verschiedene Schuhe. Mercurial, Phantom und Tiempo. Und es gibt verschiedene Challenges. Kurz und knapp, kommt hierher, nimmt hier teil, weil der Beste von allen bekommt sein Lieblingsschuh geschenkt. Okay, und hier gibt es eine Liste. Bob ist Nummer 1. Okay, komm, wir versuchen ihn zu toppen. Leute, ich bin am Ende. Das war so anstrengend. Leider hast du keinen Schuh gewonnen. Ich habe keinen Schuh gewonnen. Ich habe am Anfang das nicht richtig verstanden. Die erste Runde, ich sag dir so wie es ist, hätte ich sofort verstanden, wäre ich vielleicht Erster. Hier ist die Liste, Leute. Bob ist Erster, dann kommt Yunis, dann Nada und Günther ist mir dicht auf den Fersen. Ey, Imani gibt's auch. Wie geht es? Sie ist auch auf der Liste? War ich so schlecht? Hey, Leute, ich warte auf Luisa. Da ist Luisa. Kann man dich kennenlernen? Ja. Ich dachte, du bist verheiratet. Ja, ich bin auch mit dir verheiratet. Stimmt. Ich wollte den Leuten gerade erzählen, wo wir hingehen. Leute, wisst ihr, was cool ist an Nike? Die geben uns nicht nur Nike-Sachen und sind jeden Tag für uns da. Die besorgen uns auch immer Tickets für die Europameisterschaft. Es ist Achtelfinale. Italien gegen Schweiz. Das Spiel fängt gerade an. Warum chillst du noch? Wir müssen los. Du bist doch gerade erst gekommen. Du bist zu spät. Ja, hast du recht. Kann ich ein Eis haben? Nimm. Dankeschön. Korrekt ist korrekt. Das ist Romantik, Leute. Das ist Romantik. Los, Luisa, wir müssen los. Los, 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 los. Schweiz, Italien. Für wen bist du? Italia. Bella ciao, ci. Bella, 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 bellissimo. Ich bin für die Italiener. Okay, Luisa. Ich bin für Schweiz. Wenn Italien gewinnt, kaufe ich dir einen Döner. Okay, ja, ja. Wenn Schweiz gewinnt, kaufst du mir einen Döner, okay? Ja, okay. Komm. Luisa, ich sag dir, Schweiz wird gewinnen. Warte ab. Ich will meinen Döner mit Knoblauch, Kräuter, Salat komplett. Die Schweiz ist gut, muss ich ehrlich sagen, aber die Italiener sind auch nicht schlecht. Ey, ich sag dir, Schweiz ist besser, ich schwör's dir. Döner mit Knoblauch und Kräuter, Salat komplett bitte. 2-0 für die Schweiz. Luisa, leider, das Spiel ist vorbei. 2-0 für die Schweiz. Was hast du zu sagen? Ich habe kein Geld. Wie, du hast kein Geld? Ich habe kein Geld für Döner. Ich leihe dir 5 Euro. Okay. Ich leihe dir 5 Euro, du kaufst mir einen Döner. Okay. Aber kannst du mir auch einen kaufen? Ich kaufe dir auch einen. Aber dann schuldest du mir 10 Euro. Ja, okay. Es war einmal vor langer Zeit ein Mädchen, die heißt Imani. Und diese Imani heißt
Imani, haben wir doch schon gesagt. Imani. Aber diese Imani hat es geliebt zu essen. Was hat sie geliebt zu essen? Pizza. Pizza. Und was hat sie geliebt zu trinken? Apfelsaft. Apfelsaft ist kaputt gegangen. Nein, der Glas ist so eine kaputt gegangen. Den Glas. Schön, aber ich erzähle dir die Geschichte, okay? Ja. Diese Imani, die Apfelsaft mag und Pizza, hat jemanden vermisst. Wen hat Imani vermisst? Coco. Coco. Wo ist denn Coco? Coco. Coco ist im Schönheitssalon. Wo, im Schönheitssalon? Ja. Warum im Schönheitssalon? Ich weiß das nicht. Du weißt das nicht? Nein. Auf jeden Fall, kurz und knapp, Imani liebt Pizza und Apfelsaft und liebt Coco sehr, weil er ist ihr bester Freund. Und sie hat ihn vermisst, weil er weg war. Aber dann hat sie ihn wiedergefunden. Und dann waren sie wieder, ah, oh, du hast mir den Kopf losgegeben. Und dann waren sie wieder Freunde und alles war gut. Fertig die Geschichte. Gute Nacht. Gute Nacht. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Seid ihr eingeschlafen?